Ein neues verrücktes Telefon. Dem kleinen Nils ist zu heiß. Meteorologischer Dienst, Brandner, guten Tag. Ja, hallo, Kuckuck. Hallo? Ja, ist da der meteorologische Dienst? Also hier ist der meteorologische Dienst, ja? Ja, es ist viel zu heiß. Aha. Und jetzt will ich, dass ihr mal anderes Wetter macht. Ja, gute Idee. Anderes Wetter haben wir jetzt gerade nicht. Und ich bin doch aber beim meteorologischen Dienst. Ihr macht doch das Wetter auch. Nicht wirklich, nee. Wie heißt du? Ich bin der Nils. Nils? Ja. Mhm. Und ich hätte es ganz gern etwas kühler. So um 10 Grad vielleicht. 10 Grad kühler? Ja. Mhm. Schreib's mal mit auf. Ja, schreib ich mal auf. Wie alt, Nils, wie alt bist du? Ich bin 5. Wer hat dir denn gesagt, dass wir das Wetter machen? Na, das kommt doch überall im Fernsehen und im Radio und alle sagen, der Dienst. Meteorologischer Dienst. Genau. Macht das Wetter. Ja, der sagt, das Wetter wird morgen so und so. Hast du es denn schon mal mit Baden versucht? Mit was? Mit Baden. Ja, aber da ist das Wetter auch nicht kühler geworden von. Also wir machen das Wetter gar nicht. Hä? Nee, das heißt also da, wir machen das Wetter nicht. Wir lesen das Wetter nur vor. Das Wetter wird ganz woanders gemacht. Wo denn? Im Himmel. Hast du da eine Telefonnummer? Eine Telefonnummer vom Himmel? Ja. Na, aber ihr macht doch dann der Hochdruck. Hochdruck und Tiefdruck? Genau. Und ihr müsst mal tief drücken. Tief drücken. Ja, weil dann gibt's nämlich Regen. Das ist auch wie bei mir. Und Tiefdruck? Also was ist mit dir? Was ist wie bei dir? Na, wenn ich Tiefdruck habe. Was heißt, was ist denn dann, wenn du Tiefdruck hast? Dann muss ich mal pupsen. Pupsen? Ja. Pupsen, aha, okay. Das ist aber mit dem Wetter auch nicht anders. Manchmal. Ja, deshalb sagt man ja auch Shift. Shift, genau. Ja. So, und jetzt macht ihr morgen mal etwas kühleres Wetter. Ich kann es dir nicht versprechen, aber wir werden uns Mühe geben. Dann ruf du doch mal am Himmel an. Das werde ich machen, aber die sind da immer sehr, sehr streng. Ja, oder ich lasse das Wetter wieder machen von ein paar Leuten, die davon richtig Ahnung haben. Wer wäre das denn? Na, zum Beispiel, die aus der Redaktion von RTL. Aus der Redaktion von RTL? Ja. Hier ist nämlich das verrückte Telefon, hallo. Juhu. Sehr schön.